Also es verbindet ja miteinander jeden, ja, und man hat auch die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Man sieht halt die Brüder, die man halt sonst nicht mehr sieht oder halt sehr spät sieht, ja. Und auf dem Stuhl, denke ich mal, ist es die Möglichkeit, sich miteinander zu wetteifern und auch viele Dinge, spannende Dinge zu erleben. Für mich bedeutet Ishtema auf jeden Fall Brüderlichkeit, das ist wunderschön. Man lacht viel mit seinen Freunden, man lacht sehr viel mit seinen Freunden, die man auch jetzt erst nach einem Jahr sehen kann, ne? Und das ist sehr, sehr witzig. Also Ishtema bedeutet für mich das, was heute auch in der Khutba gesagt wurde von Murabi Saab, dass wir Khudam die Möglichkeit haben, uns religiös, in der Moral, aber auch weltlich weiterzubilden. Die Atmosphäre, die brüderliche Atmosphäre, es war sehr, sehr schön, dass alle mitgemacht haben, auch beim Aufbau. Ich habe gemerkt, dass alle Brüder wieder vereint zusammen da waren. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich würde es jedem Bruder empfehlen, jedes Mal immer wieder hierher zu kommen. Diese 3 Tage waren sehr, sehr spirituell und mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es gab viele Highlights, es war sehr, sehr schön, die Brüder auch in dieser Atmosphäre wieder zu treffen. Aber was ich sehr schön fand, war der Khudam-Hub gewesen. Diese Kombination aus Nebenbühne, die Stände der verschiedenen Chumajat zusammen. Und das Khudam-Café, das hat im gesamten ersten Obergeschoss, glaube ich, eine sehr schöne Atmosphäre gegeben. Die Botschaft von Herr Sudek ist eines dieser Gänsehautmomente. Aber auch darüber hinaus die einzelnen Sitzungen auf der Nebenbühne, die Sitzung mit Asif Basit zusammen auf der Nebenbühne, das war eine wirklich sehr schöne Sitzung gewesen. Aapne is zameen pe rehte ho, is zameen pe rehte ho, yahan pal badh ke, yahan ki un taqaton ko aapne shikast de di, jo mazhab ke khilaf yahi se jaari thi. Das Ishtema hat mir sehr gefallen und ich würde meinen Brüdern empfehlen, nächstes Mal wieder teilzunehmen. Achhi bol, ki aaj kya khatra hai aur is tarah kya idee baithe hain. Wiesbaden Team ke captain ne unda fielding karte hue pehle khiladi ko catch out kiya. Die Atmosphäre hat mir sehr gefallen und die Brüderlichkeit, die man bei den verschiedenen Programmen und bei den verschiedenen Events gesehen hat, hat mich sehr inspiriert. Das Feature-Programm, wie jedes Jahr, das ist das Highlight und das ist inspirierend und das war wirklich Gänsehautmoment. Ja, Alhamdulillah, also das Feedback ist sehr, sehr positiv, Alhamdulillah. Aber das liegt nicht an uns, das liegt einfach an Allah Ta'alas Gnade und an die Gebete von Hazrat Khalifatul Masih. Warum die Khudam und Atfal aus ganz Deutschland hierher kommen, dafür gibt es ja nur einen Grund und das ist die Liebe zum Khalifen der Zeit. Also zur Liebe, zu Hazur sind alle hierher gekommen. Und weil wir dann auch durch Hazur Akdas ein Geschenk bekommen haben, die Botschaft, in welcher Hazur Akdas jeden Tifel, jeden Khadim persönlich angesprochen hat durch diese Botschaft, dann ist das Feedback natürlich immer positiv. Und natürlich hat dann durch die Gebete, durch die Veranstaltungen, das alles dazu auch beigetragen, dass die Brüderlichkeit gestärkt wurde und wir, Alhamdulillah, uns auch in unserer Spiritualität weiterentwickeln durften. Ich verspreche feierlich, ich verspreche heilig, dass ich immer bereit sein werde, dass ich immer bereit sein werde, Leben, Eigentum, Zeit und Ehre, für meinen Glauben, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft und meine Nation zu opfern. Aber